Schauen wir doch zum Monatswechsel mal wieder rein, was uns diesen Monat so auf Amazon Prime Video erwartet. Also für alle Prime-Kunden bei Amazon inkludiert ist, um es gratis anzuschauen, den vielen, vielen Filmen und Serien, die man natürlich dann ebenfalls für Geld leihen kann oder kaufen kann, gibt es immer noch diese Erweiterung. Und da gibt es wieder einiges, wo wir mal kurz mal durchsprechen. Die Highlights für mich im August 2019 auf Amazon Prime Video sind Prinz von Bel-Air, kommt einiges raus, Matrix 1 bis 3, Beautiful Boy, A Ghost Story, American History X wird zugefügt, genauso wie Shoplifters. Aber am 1. August fangen wir erst einmal an mit Vielleicht lieber morgen. Die Tragikomödie aus 2012 mit Emma Watson und Logan Lerman findet seinen Weg in das Amazon Prime Video Portfolio. Genauso wie dann Der Prinz von Bel-Air Staffel 1 bis 6. Richtig cool für viele, Kult. Und da werden sich einige sicherlich drüber freuen. Fackeln im Sturm Staffel 1 bis 3. Das Historiendrama für alle, die es auch etwas tränenreicher mögen. Dann für Fans von The Mentalist sei gesagt, Staffel 1 bis 7 ist dann abrufbar auf Amazon Prime Video und bei Private Practice 1 bis 6. Und dann auch noch die Serie The Last Chip. Hier gibt es Staffeln 1 bis 2 anzusehen. Am 2. August wird dann noch Staffel 1 bis 2 von Marvel's Agent Carter hinzugefügt, ehe dann ebenfalls das Amazon Original This is Football dazu kommt. Eine Doku-Reihe, die sich mit Fußball beschäftigt, über den Kult, für manche fast Religion, was es aber auch für eine gesellschaftliche Bedeutung hat. So schaut man zum Beispiel auf Ruanda und den Wiederaufbau, was dort Fußball für eine Bedeutung hat, bis hin zu den Außenseitern aus Island und viele verschiedenste Standorte. Das gibt es ab dem 2. August dort. Am 5. August kommt der Film Girls Trip dazu. Ist eine sehr derbe Komödie rund um vier Freundinnen, die sich 5 Jahre nicht gesehen haben und beschließen, auf dem Essence Festival in New Orleans mal wieder so richtig krachen zu lassen. Dass dabei einiges schief gehen kann und diese Komödie sehr, sehr derbe ist, ist klar in den USA richtig gut damals gelaufen. Dann also auch auf Amazon Prime Video. Für alle Preacher-Fans sei gesagt, dass die finale Staffel, nämlich Staffel 4, ab dem 5. August abrufbar sein wird. Jesse, der Prediger, steht nichts Geringerem gegenüber als der Apokalypse. Schwarzer Humor und Brutalität ziehen wieder ein. Für die Kleinen gibt es dann übrigens ab dem 5. August noch My Little Pony, der Film. Ein Tag später, am 6. August, startet das Horror-Musical auf Amazon Prime Video namens Anna und die Apokalypse. Aus Großbritannien, aus dem Jahr 2018, geht es dort um Anna, die nach der Schule aus ihrem kleinen Ort am liebsten weg will. Jemand ihrer Mitschüler hat sich auch noch in sie verliebt, aber alles ändert sich, als auf einmal eine Zombie-Apokalypse über sie hereinbricht und man muss sich singend brutal aus dieser befreien. Dann startet A Beautiful Boy, Drama aus 2018 mit Timothy Chalamet und Steve Carell in den Hauptrollen, basiert auf den beiden Büchern, die Hauptfiguren sind, das ist nämlich eine Vater- und Sohn-Geschichte, in dem Film geschrieben haben und erzählt quasi die unbedingte Liebe von einem Vater zu seinem Sohn, der absolut in das Drogenmilieu abrutscht. Ein sehr ergreifender Film, wie ich finde, Beautiful Boy. Am 8. August gibt es dann nur ein kleiner Gefallen, im Original ist Simple Favor zu sehen. Paul Feig inszenierte Anna Kendrick und Blake Lively, startete auch letztes Jahr in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Stephanie, die Witwe ist und eine Mom-Bloggerin, nicht besonders erfolgreich. Und dann geht es um Emily, die eine Modechefin ist. Beide verbindet eine merkwürdige, lose Freundschaft, bis Emily Stephanie darum bittet, auf ihr Kind aufzupassen und plötzlich ist sie fort, vielleicht sogar verstorben. Was dahinter steckt, kann man in diesem Thriller dann selber erleben. Und es startet noch das südkoreanische Drama Peter aus dem Jahr 2012 am 8. August. Am 9. August kommt dann noch Bushwick dazu, eine 2018er Director-DVD-Veröffentlichung, lief also nicht im Kino und erzählt die Geschichte rund um einen Veteran und um eine 20-Jährige, gespielt von Dave Bautista und Brittany Snow, die in New York City während eines Shutdowns bzw. eines Notzustandes, Ausnahmezustandes, 5 Häuserblöcke überwinden müssen, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Denn Texas hat beschlossen, sich unabhängig zu machen und greift diese Metropole an. Freaky Story. Ebenfalls am 9. August startet noch Free Meek, eine Doku-Reihe über den Rapper Meek Mill oder Meek Mill, der eine Haftstrafe antreten musste und eine Branche in seiner Welt, die dagegen sich auflehnte. Für alle Rap-Musik-Fans sicherlich nicht uninteressant. Einen Tag später, auf dem 10. August, gibt es dann die Doku Klitschko. Die ist schon aus dem Jahr 2012, ein bisschen älter, ich glaube 2012. Beschäftigt sich mit den Klitschko-Brüdern. Mochte ich damals einfach, weil die Jungs einfach ganz cool sind. Aber dann einen Tag später, ab dem 11. August, gibt es Matrix 1 bis 3 auf Netflix abzurufen für alle großen Keanu Reeves-Fans. Sicherlich muss, wer die noch nie gesehen hat, unbedingt nachholen. Dann hier inkludiert in Amazon Prime. Am 14. August gibt es dann Tom Cruise im 2013er Oblivion zu
sehen, Science-Fiction-Action-Film, in der die Erde eine Alien-Invasion ausgeliefert war, die Menschen deswegen hoch in den Lüften thronen und leben, aber ein Techniker namens Jack, der Spezialtechniker ist, noch auf der Erde lebt und arbeitet, findet kurz vor seiner Rückkehr ein abgestürztes Flugobjekt, darin eine Frau, die er retten will, obwohl er es angeblich nicht darf. Das ist Oblivion. Am 15. August startet dann eine Ghost Story, den fand ich richtig krass, den Film, 2017er Drama mit Casey Affleck und Rooney Mara. Darin geht es um C, der kürzlich gestorben ist und der kehrt als Geist zurück in das Haus seiner Frau. Er findet sie dort trauernd, er findet sie völlig am Boden bis hin zu der Zeit, wo sich eben Dinge ändern. Und ich fand das super ergreifend. Ich glaube, das war 4:3 Schwarz-Weiß-Film und fand ich damals unglaublich eindringlich. Ghost Story, cineastisch, aber wie ich finde, stark. Dann gibt es noch von Shades of Blue die dritte Staffel anzusehen ab dem 15. August. Einen Tag später, ab dem 16. August, Klassiker-Alarm, die Goonies von 1985, dann auf Amazon Prime Video. Dann gibt es noch die indisch-französisches romantisches Drama, die Schneiderin der Träume von 2018 zu sehen. Dann gibt es für Fußballfans auch wichtig, Amazon Original Dokumentation, die vierteilig ist, Inside Borussia Dortmund. Dort wird der Verein begleitet und verschiedenste Spieler in vier Teilen während der Fußballsaison 2018-19. Ist, glaube ich, für einige eine richtig coole Sache, so einen Einblick zu bekommen. Und auch die Original-Serie The Terror startet in der zweiten Staffel, soll aber 100 Jahre nach der ersten Staffel spielen und an einem ganz anderen Schauplatz. Am 18. August gibt es dann Blade 1 bis 3 zu sehen, auf Amazon Prime Video inkludiert, weil, vielleicht auch nicht uninteressant, weil das Marvel Studios ja für Phase 4 angekündigt hat, dass Blade zurückkehrt. Mit Mahershala Ali kann man sich auf dieser Stelle noch mal ein bisschen an die Figur gewöhnen. Und die Direct-to-DVD-Veröffentlichung Summer 03 war dieses Jahr eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung und Tragikomödie gibt es dann auch dort zu sehen. Am 20. August gibt es dann ein Hologramm für einen König anzusehen. Das ist ein 2016er Drama mit Tom Hanks, der dort einen Geschäftsmann spielt, der versucht, seine IT-Firma zu retten und beschließt in Saudi-Arabien eine neue Hologramm-Technologie an den König zu verkaufen. Ein spezieller Film. Ebenfalls ab dem 20. August gibt es den Abschluss der Pitch Perfect-Filme, Pitch Perfect 3 anzusehen, mochte ich persönlich. Am 21. August gibt es dann American History X, ein 1998er Film mit Edward Norton in der Hauptrolle. Darum geht es um Derek, der aus dem Gefängnis kommt, ein ehemaliger Nazi, der aber den Schaden, den er angerichtet hat und das Geistesgut, was er verteilt hat, sich auf einmal entgegenstellen muss. Fand ich immer schon krass, American History X, ab dem 21. August. Am 26. August gibt es dann In meinem Kopf ein Universum, ein Drama von 2015 und einen Tag später folgt dann der, wie ich finde, großartige Shoplifters. Ab dem 27. August ist ein Drama aus dem Jahr 2018 rund um eine Familie, ich glaube in Tokio war der Film angesiedelt, die ein neues junges Mitglied von der Straße holen, zu sich nehmen. Bloß diese Familie halten sich mit Diebereien, mit Klauen über Wasser und dadurch entsteht eine Geschichte über Verantwortung, über an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu sein. Shoplifters fand ich sehr eindringlich. Am 27. August gibt es dann ebenfalls noch Tammy, voll abgefahrene Komödie aus 2014 mit Melissa McCarthy, die ich damals schon, glaube ich, nicht so gut fand. Am 29. August gibt es dann noch den Rache-Thriller Peppermint, Angel of Vengeance mit Jennifer Garner, hat auch ziemlich miese Kritiken 2018 bekommen, als er rauskam. Ehe dann noch Danny, eine Vater-Sohn-Geschichte, folgt ein Drama von 2018 und serienmäßig wird das Ganze dann am 30. August von Carnival Row in der ersten Staffel abgerundet. Und so haben wir wieder ein Portfolio aus verschiedensten Filmserien und auch Dokumentationen, die uns dann diesen Monat auf Amazon Prime Video erwarten und da viele von euch ja immer gefragt haben, hier also dieser Überblick. Ich hoffe, ihr habt was gefunden, worauf ihr euch freut. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.